Hallo Star Trek oder auch Playmobil-Fans, dieses Video soll euch als Entscheidungshilfe dienen, ob das neue Set, die USS Enterprise von Playmobil, etwas für euch ist. Und damit ihr das besser entscheiden könnt, mache ich mit euch das Unboxing, zeige euch den Aufbau, viele Spielfunktionen und zeige euch auch am Ende noch die App. Und los geht's! Ladies and Gentlemen, es folgt der absolute Wertverlust. Wir öffnen den Karton. Wow. Nicht länger wie 8 Minuten. Diese Überwindung. Okay. Hier ist dann der USB-Anschluss wahrscheinlich. Oder kommt da rein? Ist noch leer. Okay. Schwer. Heftig, heftig schwer. Was ist hier drin? Sieht man das so? Man muss ein bisschen auf die Kamera gucken. Okay. Oh, krass. Allein das sind die Abschlüsse für die Warp-Gondel oben. Okay. Da ist dann der USB-Anschluss. Das ist schon ziemlich technisch hier, sehe ich gerade. USB-Anschluss, da ist die Kamera, die Kammer für die Batterien. Da sind ganz viele Kabel und Gewurstel. Okay, das ist die Lichteinheit hier. Ah ja, okay. Da sind dann die Kabel, die wir anschließen müssen. Ne, sieht man das so? Ja. Kabel. Noch mehr Kabel. Und auch hier unten. Karton, was noch was? Da kommt der Kristall drauf, den ich gesehen habe. Genau. Das ist Müll. Kann weg. Dann packen wir aus. Kleinkram. Der verhasste Stickerbogen. Wir hassen ihn einfach alle. Da sind die Triples. Die Triples, das sind so kleine lustige Viecher, so meerschweinmäßig, die sich auf dem Schiff vermehren und komische Sachen tun. So ähnlich wie Igel. Genau, so ähnlich wie Igel. Das sind auch noch Figuren, sehe ich gerade. Oh, das ist bedruckt, es sind keine Aufkleber. Das NCC 1701 USS Enterprise. Alter, allein der Ständer ist es schon wert. Der Friedling. Alter Schwede. Das passt gar nicht ins Bild. Boah, das ist massiv. Krass. Das ist nur der obere Teil. Der ganze untere Teil fehlt ja noch. Das ist ja nur die obere Abdeckung für die Brücke. Die folgt ja jetzt erst. Das hier wird irgendwas anderes sein. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Das müsste dann für die Deckenhalterung sein. Okay. Ich habe noch eine Nase bestellt. Okay. Noch mehr Abdeckung. Gut, dass ich schon Playmobil erprobt bin. Da haben wir schon wieder das Figürchen. Hallo. Schön, dass du mich endlich aus dem Karton holst. Das ist der hintere Teil der Enterprise. Das kommt nachher oben an die Untertassensektion. Das erkenne ich. Du erkennst alles. Das ist Müll. Das ist ein Ständer, glaube ich. Das sind die Stützen. Das müssten die Stützen sein, die nachher unten reinkommen. Ne, die dann nachher hier so, denke ich mal, drauf kommen. Kann man so fürs Video ja einfach mal zeigen. Ja. Man sieht mich nicht, oder?
was das hier jetzt genau ist. Ach doch, das ist für die Bordgondel, natürlich. So rum, okay. Boah, ist das schwer. Also das ist alter Schwede. Da hätten wir die Ofenplatte dranhängen können. Das ist aber wirklich hier massiv. Junge! Und jetzt nur noch die Brücke. Nur noch. Ein paar andere Teile. Wie kriegt man denn das jetzt auseinander? Reißen. Ja. Reißen ist mal gut. Nee. Glück gehabt. Na? Das ist riesig. Deswegen ist, da kommt auch die lange Bauzeit her, weil man da die ganze Brücke hier, die komplette Brücke noch selbst zusammenbauen muss dann. Und hier vorne kommt dann die Smartphone-Halterung rein und dann hat die Brücke einen echten Schirm. Boah. Du musst, ja. Boah, und die Warp-Gondeln sind auch bedruckt. Geil. Da bin ich gerade nicht so ganz sicher, was das ist. Ich vermute, das ist für den Ständer. Da kommt dieses riesige Teil drauf. Da ist auch bedruckt. Super. Boah, ist das schwer und groß. Mega cool. Also da, ich hätte mit dieser Iris, mit der Qualität, hätte ich so wirklich nicht gerechnet, ne? Also ich hätte mir jetzt, ich bin ja schon so einige Playmobil-Bauten gewohnt, ja? Aber das nicht. So Häuschen und so ein Kram und die fühlen sich bei weitem nicht so wertig an wie das hier. Das ist dann auch. Ständerchen. Ich halte das immer zu hoch, sehe ich gerade. Okay. Und das letzte. Da ist dann nochmal so ein Ständerchen. Genau. So, und jetzt machen wir gleich mal Stop. So. Obwohl, warte, wir haben die Figuren vergessen. Die anderen. Die müssen auch noch da raus. Wie auch immer das jetzt funktioniert. Die Figuren dürfen wir nicht vergessen. Einschalten. Messer. Den Karton. Aus der Kategorie, wie man sich in den Finger schneidet. Wichtigsten Figürchen. Fertig gebaut. Thank you.
So, ich habe die Kamera jetzt mal auf Stativ gepackt, damit das nicht so rumwackelt und ich so ein bisschen die Hände frei habe. Weil man sieht schon, das ist so, ich sag mal, eine normal große Männerhand. Und ja, das Ding ist massiv. nein, so kann ich mich auf jeden Fall hier ein bisschen besser bewegen und kann euch das ein oder andere mal zeigen. Was ist denn überhaupt dabei? Also, das Schiff als solches in ein paar Einzelteilen, die zum Teil aber auch schon vormontiert waren. Und einige Figuren. Welche Figuren sind dabei? Wir schauen uns das mal an. Und zwar das Schöne ist, hier dieses Element kann man abheben. So, ne, das ist gerade vorneweg vielleicht schon. Das ist bedruckt. Ja, aber da möchte ich gleich noch drauf eingehen, warum das toll ist und ein paar andere Sachen nicht. Gleich dazu mehr. So, da haben wir einen Blick in die Brücke. Besser gesagt, auf die Brücke. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen dunkel. So, ich habe da mal Licht eingeschaltet. Ich hoffe, das passt von der Beleuchtung einigermaßen. Ich musste heute leider, da wir noch ein bisschen Baustelle hier haben im Haus und an den Stellen, wo ich normalerweise so filme, kein Platz ist für so ein riesiges Modell, bin ich einfach heute mal auf unseren Esstisch ausgewichen und ja, den Platz braucht man aber auch einfach. Ne? Wie ihr schon gesehen habt, das Ding ist halt echt riesig. Dazu nachher mehr, das messen wir nachher mal aus. Jetzt ging es ja erstmal darum, was ist jetzt eigentlich alles dabei? Also, ihr habt einmal das Schiff mit abnehmbarer, naja, nicht ganz Untertassensektion, sondern die Abdeckung der Untertassensektion. Und darunter verstickt sich dann, wie ihr hier schon sehen könnt, eine Brücke. Natürlich nicht maßstabsgetreu, weil eigentlich, wie man ja weiß, jeder, der Raumschiff Enterprise kennt, weiß, jetzt ist das hier ein bisschen hell, glaube ich, na, geht so. Die Brücke verbirgt sich hier drunter. Ja, und das passt dann natürlich nicht mehr ganz im Playmobil-Maßstab. Ist aber nicht schlimm. Also, wie gesagt, wir haben dabei diese Konsole. Dann haben wir Figürchen dabei. Da ist übrigens einer umgefallen. Was ich übrigens sehr schön finde an diesen Figuren. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Jetzt kriege ich den natürlich nicht scharf gestellt. Moment, da müssen wir gerade einmal am Fokus arbeiten. So. Jetzt mal ganz ehrlich, ja, Playmobil-Figuren in Star Trek-Uniform, ist das nicht cool? Ja? Ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt alle mal nach und nach an, oder? Wie seht ihr das? Ich würde sagen, ja. So, mit dem Gerät in der Hand und der blauen Uniform kann das nur wer sein? Richtig, Pille, McCoy. Ja? Hinten drauf haben die dann auch noch ein Schriftzug. Ich hoffe, er stellt das jetzt mal so ein bisschen scharf. Da, so sieht man es. 2019. Das finde ich interessant, weil das Modell ist ja eigentlich erst 2021, sprich am 8.9. auf den Markt gekommen. Warum haben die Figuren schon 2019 hinten draufstehen? Gibt es da schon so lange Vereinbarungen oder war das früher geplant? Das würde mich mal interessieren. Wenn da einer mehr weiß, schreib es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe ansonsten noch nicht wirklich was mitbekommen davon, warum da schon 2019 draufsteht. So, dann haben wir hier Sulu. Müssen wir wieder ein bisschen scharf stellen. Na, er will aber nicht. Warum will er nicht? Jetzt will er. Ich hoffe, das passt von der Beleuchtung einigermaßen. Ich habe jetzt leider hier nur so blöde, normale LED-Lämpchen drüber. Na, gleicher Schriftzug. Star Trek Uniform. Was ganz süß ist, sind die Kommunikatoren, die man übrigens auch noch selbst zusammenbauen muss. Ich hoffe, ich kriege den jetzt so auf. Ja, so, ne, und da sieht man halt den klassischen Kommunikator. Und unter anderem haben die Figuren auch dabei klassische Phaser. Die sind jetzt leider nicht irgendwie bunt oder so, die sind einfarbig. Aber das tut dem Spielspaß ja keinen Abbruch. So, wie gesagt, Sulu am Start. Dann schauen wir mal, wen haben wir denn noch? Na, wer darf natürlich auf der Enterprise nicht fehlen? Richtig, Kirk. Ne? Da ist er in voller Pracht und farblich leider nicht ganz so toll, glaube ich. Aber das wird schon passen, denke ich. Ja gut, hat jetzt natürlich seinen Phaser in der Hand. Ich wusste im ersten Moment nicht, wohin damit. Halb so wild. Damit sitzt er normalerweise nicht auf dem Captain's Chair. So, das ist Kirk, James Tiberius Kirk.
So, wen haben wir denn hier? Na, wer kennt ihn? Wer könnte das sein? Ich finde, den haben sie ganz gut hinbekommen, ganz gut getroffen. Pavel Tschechow, richtig. Ja, klassische Uniform und auch wieder mit Phaser. So, der ist dabei. Dann, wer darf auf der Enterprise natürlich nicht fehlen und, wie ich finde, eine der coolsten Playmobil-Figuren, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Na, wen haben wir hier? Also spätestens an den Augen und natürlich an den Ohren erkennt man es richtig. Mr. Spock, der alte Vulkanier. Ne, auch hier wieder mit Kommunikator und seinem Täschlein. Sehr schöne Figur, wie ich finde, für Playmobil. Wirklich toll. Und das Haarteil wird ja wahrscheinlich den Ohren geschuldet sein, dass es auch eine Sonderanfertigung ist. Und im Vergleich zu den anderen Figuren, die Haare oder die Haarteile hier sind, finde ich, härter. Also kommt mir jedenfalls so vor. Das hier fühlt sich ein bisschen weicher an. Ne, das ist so einer der Unterschiede, die ich bis jetzt feststellen konnte. So, und zu guter Letzt natürlich auch auf der Brücke. Na, der Autofokus, der will wieder nicht. Da kommt er. Auch eine sehr schöne Uniform. Sehr gelungen, finde ich. Ne, so wie man sie kennt. Ne, so wie man sie kennt. Uhura. Auch hier schön gemacht, finde ich, mit ihrem Headset, was sie schon trägt. Der Rock. Bei dem Rock ist mir eine Sache aufgefallen, das wusste ich so von Playmobil-Figuren noch gar nicht. Und zwar, ich wollte sie vorhin hinsetzen. Und klar, wenn man eine Playmobil-Figur hinsetzen will, macht man das eigentlich so. Ich mache das jetzt erstmal am Beispiel an ihm hier. Und zwar, Fokus, Fokus. Warum ist der Fokus heute so langsam? Wenn man den hinsetzen möchte, ja, so, hinsetzen, fertig. So, dann nimmt man Uhura, möchte sie hinsetzen und dann passiert Folgendes. Ja, okay. So leicht ist der Rock dann aus. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, der würde irgendwie mit hochrutschen oder... Na gut, passiert, egal. Ich habe wieder was gelernt. Ich bin normalerweise eigentlich eher so in der Lego-Ecke unterwegs. Halb so wild. So, was ist noch dabei? Wie gesagt, die Figuren samt Zubehör, die Phaser, die Kommunikatoren. Dann haben wir dabei dieses kleine Schildchen, ja, wo halt draufsteht USS Enterprise, Starship Class, San Francisco, California und so weiter und so weiter. Kennt man, hängt an der Brücke oder auf der Brücke auch. Das hängt auch wirklich da auf der Brücke. Das sehen wir gleich noch. Da filmen wir gleich mal schön rein. Das ist hier so ein ganz einfach gebauter Ständer. Das kann man sich dann vors Modell stellen. Genau. Ähnlich wie das bei den Lego-Modellen, bei diesen UCS-Modellen zum Beispiel der Fall ist, wo dieses kleine Schildchen dabei ist mit der ein oder anderen Info drauf. Mit dabei auch Stühle. Und zwar die hier. 6 Stück an der Zahl. Na? Ja, da kommt der Fokus. Jeder, der die Serie kennt oder auch vielleicht jetzt noch regelmäßig guckt, wird feststellen, ja, die sind ganz gut getroffen, finde ich. Also ich finde die super. Das passt schon. Ich glaube, normalerweise sind nur 3 Stück und hier sind aber nochmal 3 dabei gepackt. Also insgesamt habt ihr dann 6 von den Stühlen. Was ich hier wieder doof fand, ist, das hier oben ist schwarz lackiert, also ist aus einem Teil ein Guss. Ja, das ist super. Und das Schwarze hier unten, das musste man wieder per Aufkleber anbringen. Und warum ich Aufkleber seit diesem Set nicht mehr mag, das kann ich euch jetzt zeigen. So, und zwar, jeder, der schon mal Lego-Modelle gebaut hat, egal ob günstige oder hochpreiswertige, der
wird wissen, dass zum Beispiel Lego das ganz gerne macht, dass sie sehr, sehr viele Aufkleber anbringen lassen. Und ganz ehrlich, dieses Playmobil-Set hat bis jetzt alles getoppt, was ich jemals auf ein Lego-Modell geklebt habe. Also wirklich, du Playmobil, mach das nicht nochmal so. Ihr könnt so schön drucken, das habt ihr an so vielen Stellen bewiesen. Und dann macht ihr sowas mit mir. Okay, Spaß beiseite, kann man, denke ich mal, mitleben. Was heißt kann, muss man in dem Falle. So. Ein Spielfeature versteckt sich auch noch hier im unteren Teil des Schiffs. Und zwar, na, ich probiere es jetzt mal, einhändig kann man auch dieses Element lösen. Das klappt auch, wie gesagt, hier, wie ihr sehen könnt, mit einer Hand ganz gut. Ne, das Teil kann man abnehmen. Und da versteckt sich dann im Prinzip der Maschinenraum. So, den kennen wir alle. Scotty. Jawohl. Und da versteckt sich unser Deliziumkern. Und was da jetzt passiert, wenn man den rausnimmt, das zeige ich euch gleich. Aber eine Sache, die vielleicht auch noch ganz interessant ist. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Ich probiere das gerade mal aus. Nee, die Kamera kann das anscheinend nicht wirklich wahrnehmen. Und zwar sind das hier leider auch Sticker im Hintergrund. Und zwar sind das Sticker, die auf solchen separaten Bögen quasi gekommen sind. Und zwar sind das solche beweglichen Sticker auf mehreren Ebenen. Und die bewegen sich und erzeugen so halt den Effekt, dass da quasi eine gewisse Tiefe hinter ist oder eine... Okay, da verabschiedet sich gerade die Enterprise. Die erzeugen halt einen Tiefeneffekt oder halt, dass der Turbolift auf und zu geht. Das sieht schon ganz gut aus. Wie gesagt, die Kamera wird so nicht wirklich wahrnehmen. Ich würde jetzt gerade mal hergehen wollen. Dann öffnen wir gerade nochmal die Untertassensektion. Auch ganz easy mit einer Hand. Da ist auch bis auf Scotty natürlich die ganze Crew zugegen. Ja. Dann zu diesem Sticker. Da habt ihr genauso einen Sticker. Da als Hauptbildschirm. Und dann ist dieser, von dem ich eben sprach, dieser Turbolift-Aufkleber. Dieser Sticker ist da hinten. Ich glaube, hier sieht man es auch. So müsste, glaube ich, der Turbolift aufgehen. Und wenn ich so filme, dann geht der Turbolift zu. Ja, auf und zu. Genau. Das ist schon ein ziemlich cooler Effekt. Da haben sie sich doch wirklich was einfallen lassen. Das macht schon Spaß. Andere nette Funktion, wir starten jetzt einfach mal quasi den Warp-Antrieb, das macht man da mit dem, genau, mit diesem blauen, mit der blauen Taste oder halt alternativ, wie eben gesehen, über die App. So, jetzt gehen wir mal wieder in den Maschinenraum zu Scotty. Und zwar das Interessante hier, was ich euch zeigen wollte, das ist so ein nettes kleines Spielfeature. Und zwar der Deliziumkern. Jetzt kann man hergehen und kann den einfach mal mopsen. Und schon ist roter Alarm. Ja, der Kern ist nicht mehr da. So, den kann man natürlich, da ist auch noch ein zweiter bei, wenn ich nicht täusche. Ich meine, da wären zwei Stück bei gewesen. Und zwar wichtig hierbei ist natürlich, dass der richtig eingesetzt ist. Ich versuche das gerade mal richtig zu filmen. Kann man das so erkennen? Na, genau, so sollte man das erkennen können. Und zwar drückt der im Prinzip hier so einen Schalter nach unten. Ja, und dadurch, dass der so eingesetzt ist, löst er den Schalter aus. Und dann passiert das, wenn man den einsetzt. Ist man das so? Ja. Zack. Dann kann das System wieder hochfahren und starten. Jawohl.
Kann man gerade mal schauen. Der Knopf hier, da ist noch ein Knopf versteckt. Ah, super. Das ist quasi Notaus. Wenn euch das Geräusch auf die Nerven geht, den Knopf drücken. Wie gesagt, hier oben kann man es einschalten. Ne? Wenn man dann sagt, okay, reicht jetzt, dann der Knopf hier unten und dann ist Ruhe. So, hier unten sieht man übrigens auch noch, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Wir zoomen mal ein wenig rein hier. Wir sind schon ganz reingezoomt, ne, fast. So, aber man sieht es nicht wirklich gut, ist aber sehr schattig hier unter der großen Warp-Gondel. Und zwar hier hinten, da läuft noch eine Leitung. Ja. Da die Kabel, die man da noch erkennen und erahnen kann, passt ja, wie ich finde, auch ganz gut zum Maschinenraum, dass da noch Kabel laufen, von daher alles super. Und zwar ist das die Stromleitung, die hier hinter mit dem Batterieblock verbunden ist. Also der sitzt hier hinter, den drückt man so von hier vorne rein und der befeuert dann im Prinzip hier oben die Warp-Gondel. Ne? Wir haben ja hier oben auch jeweils die Beleuchtung drin. Genau. Dann hatte ich gesagt, hat das Raumschiff noch einen USB-Anschluss. Und den, ja, wo findet man den denn jetzt? Da ist er nicht. Auf der Brücke ist er auch nicht. Okay, der dürfte nämlich auf der anderen Seite sein. Und zwar gehen wir dazu einmal um das Raumschiff rum. Genau. So. Wie gesagt, ich bin halt am Esstisch, weil platztechnisch im Moment wenig Möglichkeiten sind. Und zwar versteckt sich hier eine Klappe, die sollte man so, denke ich, ganz gut erkennen können. Jawohl, das passt. Die kann man hier vorsichtig aufmachen. Jawohl. Und das sollte auch ein USB-C-Anschluss sein. Also schon zukunftstauglich. Ich meine, kommt ja auch aus dem Jahr 2200, die werden wohl schon USB-C haben. Genau. Und über den Anschluss könnt ihr hergehen und könnt das Raumschiff auch betreiben. Allerdings, was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob ich damit, wenn ich Akkus eingesetzt habe, was jetzt aktuell der Fall ist, ich habe die im Moment auf Akkus laufen, ob ich damit jetzt auch die Akkus laden kann. Das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Das müsste ich auch selber erstmal nachlesen oder ausprobieren. Und vor allen Dingen, ob sie sich selber abschaltet, wenn sie über USB läuft. Oder ob sie kontinuierlich weiterläuft. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das können wir irgendwann mal rausfinden noch. Kein Problem. Sollte auch, denke ich mal, irgendwo stehen. Genau, hier klackt auch nichts, sehe ich gerade. Ne, die geht schön leicht zu. Ist abgeschlossen. Super. Das, was ihr hier seht, übrigens an den Seiten, genauso wie hier oben auch, an der Warp-Gondel, das sind übrigens alles Drucke. Ja, wohingegen das hier zum Beispiel Aufkleber sind. So ganz, ganz lange, die man dann so einmal rummachen muss. Und da gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr die zusammenbaut, schaut mal hier unter der Warp-Gondel. Ich hoffe, man kann das erkennen. Da, genau. Hier ist so eine kleine Plastiknase, so ein Nupsi. Da ein Ende ansetzen und dann ganz langsam mit dem Daumen oder anderen Finger, wie es halt am besten klappt, schön den Aufkleber der Länge nach glatt ziehen, bis das andere Ende, hoppala, das andere Ende dann unten am Nupsi wieder ankommt und man hat es schön festgedrückt und dann hat das auch, oder dann klappt das auch ganz gut. Das hier zum Beispiel ist auch wieder ein Print. Das sind Aufkleber. Wobei ich sagen muss, die lassen sich relativ leicht aufkleben, dadurch, dass die so ein wenig ausgespart sind, so ein bisschen tiefer liegen als die restliche Fläche. Das klappt ganz gut. Wie gesagt, hier haben wir noch kleine Aufkleberchen. Dann haben wir hier den Aufkleber noch. Ne, rechte, linke Warp-Gondel. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an diesem Set üben kann. Muss man jetzt nicht. Ich meine, es ist Playmobil und jeder, der schon mal irgendwie was von Playmobil gebaut hat, der weiß eigentlich, dass wirklich meistens viele, viele Aufkleber verbaut werden. Oder beklebt werden, muss man sagen. Wie gesagt, das hier ist ein Print. Das ist für mich Gold wert. Dann hat man so kleinere Elemente wie die hier. Das sind wieder Aufkleber. Da sind Aufkleber. Und die andere Seite genau das gleiche. Alles in Ordnung. Kann man mit leben. Bis dann die Elemente auf der Brücke kommen. Und zwar schaut euch das da hinten an. Da, wo Spock und Uhura vorstehen,
die Schirme, das sind natürlich alles Aufkleber. Genauso wie Aufkleber, das ist diese Effektaufkleber, das sind Aufkleber. Also eigentlich alles, was ihr hier drin seht, bis auf dieses Element hier, das ist in dieser Konsole schon drin. Und der Rest ist alles wirklich beklebt. Ja, da muss man sich wirklich Zeit für nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange braucht man eigentlich für das Schiff? Also Playmobil selber gibt an 3 Stunden, 180 Minuten. Und ja, die habe ich auch so ziemlich gebraucht. Und zwar habe ich noch mit einem Werkzeug gearbeitet. Und zwar habe ich mir eine Pinzette genommen, weil auch so ein paar größere Aufkleber dabei sind, wie die hier unten zum Beispiel. Ne, da ist wieder ein Print, das ist wunderbar bedruckt. Und das hier ist zum Beispiel wieder zum Kleben. Und ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe so 2, 3 etwas größere Aufkleber aufgebracht, wo ich dann leider auch kleine Nasen drin habe. Ja, oder Blasen, muss man sagen. Blasen, nicht Nasen. So, also damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr das Set bekommt. Ich breite das hier gerade mal so ein bisschen aus. Ich versuche die Kamera auch mal anders zu halten. So sollte das besser klappen, genau. Da sieht man hier gerade nochmal die Akkubox, ne, wie man dann den Kern richtig einsetzt, wie es falsch ist. Also er sollte möglichst gerade sitzen, damit dieser Schalter ausgelöst werden kann. Wenn ihr ihn halt schief einsetzt, klar, wird der Schalter nicht gedrückt und das System funktioniert nicht. Ne, was wir brauchen, 3 Mignon-Batterien, A1,5 Volt, alles kein Problem, ist eigentlich in jedem Haushalt zu finden, akkuweise oder batteriemäßig, kein Problem. So, dann haben wir an Aufklebern Folgendes. Wie gesagt, die breiten wir hier gerade mal ein wenig aus. Ich sag mal, gerade für Leute, die aus der Lego-Welt kommen, für die ist ja meistens so Aufkleber immer das nackte Grauen. So, das sind die ganzen Aufkleberbögen, die wir jetzt auf diesem Set verklebt haben. So, da sieht man schon, das geht hier bis zur Nummer 78. Und dann hat man hier nochmal Aufklebermeld. Ich weiß gar nicht, sind die jetzt eigentlich aneinander gekoppelt quasi? Hier beginnt es, glaube ich, bei 27. Das heißt, fehlt hier gerade sogar ein Bogen? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Naja, Nummer 11, 12 scheinen hier gerade die höchsten zu sein. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt gerade irgendwo ein Bogen flöten gegangen ist. Ansonsten, wie gesagt, das sind Sticker. Das hier ist unter anderem ein Sticker, ne? Dieses Schild. Da hätte ich mir ja schon gewünscht, wenn das auch ein Print gewesen wäre. Aber gut, ist natürlich auch auf Kunststoff wahrscheinlich nicht so sexy wie jetzt auf einer echten Metallplatte. Aber macht sich schon, wie ich ja schon sagte, ganz nett als kleiner Stand vor dem Modell. Ähnlich wie halt bei den Lego UCS Modellen zum Beispiel. Jawohl. Was wollen wir uns denn noch anschauen? Was müssen wir uns noch angucken? Ich würde sagen, wir blättern jetzt wirklich gerade einmal durch die Aufbauanleitung. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch die Anleitung an, die dabei ist. Ganz nett gestaltet. Ne? Setnummer, die 70548. Dann bekommen wir auch hier wieder den Hinweis auf die AR-App. Und von der Farbgebung würde ich sagen, ist das schon ziemlich stimmig mit dem Gelb, Blau, Schwarz. Gefällt mir ganz gut. Ist schön gemacht. Hier haben wir das Raumschiff schön gestaltet, nett in Szene gesetzt. Hier unten erhalten wir einen Überblick. Jetzt muss man gucken mit den Reflexionen, dass es einigermaßen passt. Welche Figuren dabei sind, ne, ist klar. McCoy, Chekov, Uhura, Kirk, Spock, Sulu und Scott. Das ist ganz schön. Dann bekommen wir hier noch so ein paar Dinge erklärt, was wir wo finden. Die Texte dazu, wie viele Stühle zum Beispiel dabei sind und sowas alles. Dann, was ich euch natürlich jetzt gerade nicht zeigen kann, was man hier in der Anleitung aber schön sieht. So ist ja einmal aufgebaut, wie wir sie jetzt auch hier stehen haben. Hoppala. Wie wir es hier stehen haben auf dem Ständer. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man das Modell aufhängen kann. Und zwar ist da noch eine kleine Halterung bei. Die kann ich euch gleich auch eben zeigen. Und damit kann man dann mit 3 Seilchen, die auch dabei sind, und diesem kleinen Element hier oben, kann man das Schiff dann auch aufhängen. Ja, hier haben wir wieder ein paar Texte.
Dann hat man hier unter anderem die Figürchen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof hier von der Kamera. So, alle Anfang ist schwer. Dann haben wir hier die Figürchen nochmal mit passendem Zubehör. Ja, ich hoffe, das kann man so erkennen. Wir gehen einfach mal näher ran. Machen wir das so. Genau, mit den Phasern. Dann Spock zum Beispiel mit seiner Tasche. Ne, medizinische Instrumente. Uhura hat das Rückchen. Ja, und so weiter und so weiter. Die Kommunikatoren, welche Aufkleber da drauf kommen. Das waren, glaube ich, 3 Stück, die beklebt werden mussten. Auch alles gar kein Problem. Wie gesagt, mein Tipp dabei immer, nehmt euch wirklich eine Pinzette und nehmt euch Zeit. So, und dann, so sieht das zum Beispiel aus, wenn man die Aufkleber aufbringt. Ich knicke das hier mal so vorsichtig rum, ohne es kaputt zu machen. So, das sind unter anderem diese Brückenelemente, wo die ganzen Bildschirme angebracht sind, ne? Rechte und linke Seite. Und was ich gut finde ist, hier habt ihr immer mal noch den kompletten Abdruck des kompletten Stickerbogens und genau die Orientierung, welcher Sticker dann anhand der Nummern wie wo hingehört. Da wirklich drauf achten, dann ist es nachher stimmig und passt auf alles. Ja, und so sieht es dann nachher in der Anleitung aus, wie die Elemente eingesetzt werden. Ne, da ist das die Untertassensektion halt wirklich noch ziemlich nackig. Ja, ich blätter jetzt einfach mal so vorsichtig durch. Ne, hier wird halt die Untertassensektion langsam zusammengesetzt. Da ist dann der Stickerbogen oder die 2 Stickerbögen für die Untertassensektion Unterseite, was ich euch eben gezeigt habe mit diesem großen grauen Aufkleber. Zum Beispiel, ja, ne, Playmobil typisch, ist auch wieder so ein Werkzeug dabei, mit dem dann diese roten Halterchen eingesetzt werden. Das ist so eine Arbeit, die mache ich so gar nicht gerne. Klappt aber mittlerweile ganz gut. Man ist ja erprobt, dank Kinder, die auch sehr viel Playmobil haben. Ja, da klappt das doch dann ganz gut mittlerweile. Der Aufbau des Ständers, wie ich finde, ein Riesending, mordstabil und sieht auch noch schick aus. Und ich wette, da kann man bestimmt sogar LED-technisch nachher auch noch ein bisschen was machen. So, weil man setzt relativ früh das Schiff auf den Ständer und bringt dann die restlichen Elemente an. So, hier werden unter anderem die Geländer eingesetzt, die man auf der Brücke hat. Und hier sieht man dann den Aufbau von den Warp-Gondeln, also die quasi Halterung für die Warp-Gondeln. Hier bekommt man dann schön erklärt, wie man die Kabel durchzulegen hat, ne, für die Beleuchtung. Und das ist das, was ich euch gezeigt habe. Das ist dieses Kabel, was unten in diesem Maschinenraumelement, also hier unten, rauskommt, was man dann nachher unten an dem Batterieelement anschließen muss, damit wir es mit Strom versorgt haben. Genau. Nichts Spannendes. Braucht man, glaube ich, keine Angst vor haben. Das schafft jeder. Wichtig sind so kleine Kniffe wie der Kettenstuhl. Und dahinter ist ja dieser Aufkleber mit dem Lift. Und da ist, sieht das dahinter, dahinter sieht das dann so aus. Und zwar macht man hier unten so einen kleinen schwarzen Clip dran. Den baut man zuerst dran und soll nachher das Kabel da reinmachen. Mein Tipp, Clip ab und dann vorher den Clip ums Kabel drum, so dass so 2-3 Schlaufen dahinter sind, also davor sind, muss man sagen. Und dann den Clip mit dem Kabel schon eingeklipst wieder reinstecken. Das geht einfacher, wie nachher das Kabel in den festgemachten Clip stecken. Das wäre jetzt so mein Tipp an der Geschichte. Ach ja, und natürlich, klar, seht ihr in der Anleitung dann selber auch, hier darauf Acht geben, wenn ihr unten das Element in den Maschinenraum reinsteckt, dass ihr oben die Kabel nicht verklemmt. Einfach mit dem Fingerchen vorsichtig nach hinten schieben, dann passt das. Gar kein Problem, schafft jeder. Kinderleicht. Genau, und hier ist dann dieses Element, was ich eben sagte, wo dann der Turbolift abgebildet ist, was dann vor dieses Kabel gesetzt wird und davon sieht man dann auch nachher nichts mehr. Schön versteckt, haben sie gut gemacht. Muss man wirklich sagen. Gefällt mir ganz gut, ist gut durchdacht. Das hier ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kniffliger. Da wird dann nachher die Leitung aus den Warp-Gondeln vorne rausgelegt. Und da sind, da müsst ihr darauf achten, vorne in den Warp-Gondeln sind hier unten so kleine Clips drin, also so kleine Aussparungen. Da könnt ihr das Kabel durchziehen und einstecken, dass es nicht wieder zurückrutschen kann. Auch wieder ein Tipp. Ich denke mal, das ist auch hiermit gemeint. Also wie gesagt, Kabel
da rausziehen und dann hier in so eine kleine Aufsparung reinstecken. Und dann bleibt das auch da und rutscht nicht wieder zurück in die Warp-Gondel und ihr müsst den ganzen Spaß nicht nochmal auseinander machen. Das macht dann, glaube ich, wenig Spaß. Ja gut, hier ist dann natürlich der Einsatz. Na, muss man einmal wieder rumdrehen. So machen wir das. So, hier werden dann die gelben Leuchtinstrumente aufgesetzt. Erst angeschlossen mit dem Kabel, was wir gerade durch die Warp-Gondel gezogen haben. Dann steckt man es rein und dann wird das so bajonettmäßig reingedreht. Sieht man ja auch hier alles, ist jetzt kein Hexenwerk. Und dann sind die fest und können leuchten. Jawohl. So, ja, hier kriegt man dann im Prinzip nochmal gezeigt, wie man die Untertassensektion aufsetzt. Das ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und auch, was ich euch eben schon gezeigt habe, die Klappe vom Maschinenraum unten einsetzen. Wichtig ist immer, weil da ist so ein kleiner Plastikpinöckel hinten dran. Den immer zuerst reinstecken und dann vorne reindrücken. Dann bricht da auch nichts ab und dann habt ihr lange Spaß damit. Genau. Ansonsten ist hier auch, ähnlich wie bei den Lego-Anleitungen zum Beispiel, habt ihr dann hier hinten drin auch so eine Teileliste, welche Teile genau dabei sind. Hier ist jetzt unter anderem auch dieses Element. Da seht ihr das nochmal. Das ist für die Aufhängung. Und dazu gehört, müsste denke ich mal auch hier drin sein, jawohl, da oben sind sie. Und zwar hier die Seilchen in verschiedenen Längen. Die sind nochmal extra abgepackt in eine kleine Tüte. Und wenn man die richtig befestigt, dann hängt die wohl auch in der Waage. Wie gesagt, das möchte ich erstmal nicht ausprobieren. Ich mag sie gerne so auf dem Ständer stehen haben. Aber wie gesagt, wer das aufhängen möchte, darauf achten, dass die Länge stimmt, dann sollte das auch passen. Genau, hier wird nochmal ein bisschen erklärt, was man wie wo einstellen kann. Ah, ich sehe gerade, das beantwortet das schon wieder eine unserer Fragen. Schaut mal. Interessant. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und zwar, wenn wir auf Akku laufen oder Batterie, schaltet sich der ganze Spaß ja nach circa 3 Minuten aus. Und wenn wir über USB laufen, dann läuft das sogar bis zu 120 Minuten. Damit wäre meine Frage von eben ja schon beantwortet. Und ich würde mal sagen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder? Wie seht ihr das? Super. Also, mit USB läuft es länger. Da kann man dann mal schöne Sachen mitmachen. Das finde ich super. Genau, und hier unten ist das, was ich euch eben auch gezeigt habe. Wenn es euch nervt, der kleine geheime Schalter, Not aus, Ruhe. Ja, wunderbar. Schön. Wenn sich doch Fragen von selbst erledigen, dann müssen wir es nicht ausprobieren. Es steht ja drin. Jetzt schauen wir mal, was hier noch so alles Schönes steht. Okay, also, Das ist jetzt natürlich, bezieht sich auf die Batterien, welche Batterien man benutzen sollte und so weiter und so fort. Ja, hier soll ich meine Eltern bitten, beim Herunterladen der App zu helfen. Ja, dann rufe ich doch meine Mutter gleich mal an und frage, ob die mir hilft, die App runterzuladen. Das machen wir doch gleich, natürlich. Logisch. Ja, was haben wir hier noch? Ah, genau. Ah ja, okay, hier wird dann nochmal erklärt, wie man es aufbaut. Ja. Hier wird beschrieben, wie und wo die Schlaufen angebracht werden. Aber wie gesagt, da muss dann jeder für sich individuell gucken, ob er das Modell halt aufhängen mag oder hinstellen. So, und ihr bekommt ja nicht nur das Raumschiff, nicht nur die Enterprise mit den total coolen Figuren, sondern ihr bekommt von Playmobil natürlich auch eine sogenannte AR-App. Ja, und was das ist, lasse ich jetzt einfach mal meine Tochter ausprobieren. Magst du es mal starten? Genau. Wir haben jetzt hier ein relativ neues iPad. Da läuft die App ganz gut drauf. Genau, jetzt musst du da so ein paar Bedingungen akzeptieren. Und jetzt kann sie da wählen. Ich versuche jetzt mal mit der Kamera ein wenig näher ranzukommen. So, gehen wir ein Stück runter. Dann kann man das auch ein bisschen besser erkennen. Hoppala. So, jetzt arbeiten wir ganz bisschen mit dem Zoom. So in etwa. Okay. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Spaß mal an. Und zwar haben wir einmal eine AR-Mission. Und dann kann man den sogenannten Couch-Modus auswählen, den Command-Mode. Und dann gibt es noch Fun-Facts zu dem Raumschiff.
und natürlich auch noch ein paar Einstellungen, sowas wie diese Musik und Soundeffekte und sowas in der App zu steuern. Ich würde sagen, um eine ganz kurze Einführung zu machen und zu zeigen, was die App kann, starte doch bitte mal gerade den Command-Modus. Genau, da einmal auf Akzeptieren. Jawohl. Und dann lass doch einfach mal die Bootsmannspfeife ertönen. Jawohl, genau. Ne, den Ton kennt jeder. Und dann würde ich sagen, mach doch mal ein paar Lichteffekte. Mach doch zum Beispiel mal den Warp-Antrieb oder sowas. Ich hoffe, man hört das jetzt auch in der Kamera. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, scroll mal hoch, bitte. Genau, und starte mal ganz oben den Warp-Antrieb, weil dann hat er, glaube ich, mit... Genau, da sieht man doch das, was man dann sehen möchte. Und zwar die komplette Beleuchtung am Warp-Antrieb. Das war dann jetzt quasi der Warp-Sprung. So, das ist natürlich jetzt für Kinder nicht so spannend, würde ich mal behaupten, da es ja irgendwie immer noch Playmobil ist und ein Setup 10 Jahre ist natürlich auch an Kinder gerichtet. Dann würde ich sagen, verlass doch mal den Command-Modus und starte doch einfach mal das Spiel, was du gestern gespielt hattest. Das müsste dann gewesen sein, der Couch-Modus. Genau, und zwar hat man hier die Möglichkeit, sich das Schiff anzuschauen, auch 3D. Hier sieht man schon, man schaut in die Brücke rein. Man wird von Kirk persönlich begrüßt. Man betritt im Prinzip die Brücke als als Kadett. Die Geräuschkulisse ist jetzt gerade ein bisschen wild aktuell, weil jetzt die Enterprise und die App natürlich Geräusche machen. Hier kann man dann so kleine Fragespiele beantworten. Hier wurden mal gerade von Spock gefragt, wer den M5-Chip entworfen hat. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht zu viel spoilern. Das muss dann jeder für sich mal ausprobieren, jeder, der das Teil hat. Weil, so wie Playmobil da schreibt, funktioniert diese Playmobil AR-App auch wirklich nur in Verbindung mit dem Schiff, da die jetzt mit Bluetooth gekoppelt ist. Da hat meine Tochter gerade wieder eine Frage richtig beantwortet. Sehr schön. So, und jetzt muss man da irgendwas reparieren und da muss man gewisse elektrische Leitungen miteinander verbinden. Und zwar hat man, jetzt verabschiedet sich, glaube ich, gerade die Enterprise. Da ging nämlich gerade die Turbolift-Tür auf. Nee, noch nicht. Genau, sie baut jetzt schon oder versucht schon die elektrische Leitung herzustellen. Da darf wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, auch kein Ende offen sein. Da musst du, glaube ich, nochmal drehen. Genau. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Und das ist ja wie immer so der Vorführeffekt. Wenn man es dann zeigen möchte, dann funktioniert es ja meistens nicht. Da hat jetzt im Hintergrund auch die Enterprise sich deaktiviert, um, ich denke mal, Strom zu sparen.
Da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie das ist, wenn man die nicht im Batteriebetrieb, sondern mit dem USB-Kabel betreibt. Ob die das dann auch macht, um Strom zu sparen, oder ob sie dann im Dauerbetrieb bleibt, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Könnte ich natürlich dann auch mal testen, weil die hat auch einen USB-Anschluss für die Stromversorgung. Da, oder den schauen wir uns gleich auch mal an, wo man den findet. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier das Rätsel lösen können. Jawohl, jetzt musst du oben das eine Element, glaube ich, noch anschließen. Einmal drehen und zack. Jawohl. Ha, Erfolg. Sehr gut, da freut Scotty sich doch. Sehr schön. Jawohl, aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel aus der App spoilern. Und ich würde sagen, erstmal danke dafür. Und wir schauen uns jetzt weiter das Schiff an. Und damit möchte ich auch direkt zu meinem Fazit kommen. Und zwar würde ich mal behaupten, das Set richtet sich definitiv an Erwachsene. Auf dem Karton steht natürlich ab 10 Jahre. Okay, ein 10-Jähriger könnte das zusammenbauen, da bin ich mir sicher. Allerdings handelt es sich doch hierbei wirklich eher um ein Sammlerset für Erwachsene, die halt wirklich auch TOS, also die Original Series von Star Trek kennen. Captain Kirk und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und ich meine, klar, es eignet sich zum Spielen, ja, man kann mit den Figuren spielen, man kann mit dem Raumschiff spielen, machen und tun. Allerdings ist es doch wirklich eher ein Displaymodell für Erwachsene. Ich sag mal so Menschen wie mich, die so irgendwie Mitte, Anfang, Ende 30 sind, um die 40 rum, ja, alle, die halt als Kinder damals Star Trek, The Original Series, im Fernsehen gesehen haben. Und der Preis spricht da ja auch ganz deutlich eine Sprache. Das ist halt einfach kein Kinderspielset. Und aktuell erleben wir natürlich bei Playmobil auch immer mehr, dass Playmobil sich auch immer mehr an Erwachsene richtet. Zum Beispiel mit den Volkswagen-Lizenzsets. Ja, da gibt es ja den VW Käfer, den VW Bulli und so weiter. Das sogar jetzt jeweils in doppelter Auflage in verschiedenen Versionen. Sogar in limitierter Version, also wirklich als Sammlerstück. Genauso wie die Fast and Furious Serie. Das A-Team ist, glaube ich, jetzt auch neu rausgekommen. Ja, das sind ja eher Sachen, die wir früher so in unserem Alter im Fernsehen gesehen haben, wo Kinder jetzt aktuell wenig mit anfangen können. Deswegen also mein Fazit wirklich zu dieser Enterprise und auch hoffentlich zu den Teilen, die da noch kommen. Ich hoffe ja wirklich, dass da noch welche kommen. Es handelt sich hier wirklich eher um ein Sammler- und Liebhaberstück. Und ja, damit würde ich euch aus dem Video entlassen, was ja nun wirklich deutlich länger geworden ist, wie erwartet. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, euch helfen konnte, ob das Set etwas ist für euch oder halt auch nicht, ne, weil zu teuer oder zu groß. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, der Preis wäre kein Problem, aber verdammt, wo soll ich dieses Riesending hinstellen oder auch hinhängen? Das ist auch schön, dass das immerhin geht. Ne? Ihr müsst es nicht hinstellen, ihr könnt es euch auch irgendwo unter die Decke hängen. Das ist dann immer noch eine Alternative. Vielleicht konnte euch das Video ein wenig helfen bei der Entscheidungsfindung, ob ihr das Geld ausgeben möchtet oder nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video gerne. Vielleicht kann ich damit dem einen oder anderen auch noch helfen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut, euer Daniel von Subraumtransmission. Ciao.